Don't get left behind on the road. Wir stellen ein und bilden aus. Das hört sich gut an. Hallo Leute, ich treffe mich heute mit Azubis der CFM und schaue mir mal die Ausbildung an. Na, dann wollen wir uns doch mal umsehen bei der CFM. Das ist die Charité Facility Management GmbH, ein großer Ausbildungsbetrieb hier in Berlin. Mal sehen, ob ich hier auch richtig bin. Ach, Entschuldigung, ja. Wo finde ich denn Joanna? Joanna aus der Medizintechnik. Ja. Die ist unten im OP. Danke. In der CFM gibt es eine Menge Ausbildungsmöglichkeiten und auch duale Studiengänge. Hey Santiago, hier bin ich. Ach, da bist du. Wie komme ich denn zu dir? Warte, bleib da. Ich komme zu dir. Da ist er ja, unser Patient. Aber hallo Joanna, hier ist ja eine Menge Technik im Einsatz. Funktioniert die denn auch immer? Aber klar doch, Santiago. Dafür sorgen hier die Medizintechniker. In meinem Beruf zählen Präzision und Verantwortung. Und es ist spannend, vielseitig und verdammt wichtig. Das klingt gut. Na dann, bis neulich. Prima, dass hier alles so gut funktioniert. Na nun, was ist denn jetzt los? Doch nicht etwa ein Stromausfall? Oh, ganz Sydney, wo seid ihr? Herr Stromausfall? Kein Problem für uns Energieelektroniker. Oh, super, der Wahnsinn. Das ging ja schnell. Na dann, Maschinen laufen, Patient. Ich lebe. Aber jetzt brauche ich erstmal ein kleines Päuschen. Und dann schaue ich beim CFM-Sicherheitsdienst vorbei. Endlich ein kleines Päuschen. Ist schon echt cool, in der CFM ausgebildet zu werden. Hallo, Frank. Hallo, Janine. Hey. Sportlich, sportlich. Janine, hey. Habe ich dich nicht vorhin noch beim Joggen gesehen? Ja klar, ich habe doch Spätschicht. Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Natürlich, Janine. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Na dann? Mach's gut. Ach, jetzt erst mal ein kleines Schläfchen. Mann, die CFM ist ja ein tolles Unternehmen. Spannende Arbeitsbereiche, viele interessante Ausbildungsmöglichkeiten und Azubis, die immer echt gut drauf sind. Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Boah. Boah, war das eine Nacht. Auf geht's zum Fußball. Die CFM ist ein echt sportlicher Betrieb. Hallo Kevin!
Heute nicht im Büro? Mensch, da spiele ich doch gerade mit. Hey! Super! Ja, nicht nur im Büro habe ich alles im Griff. Das werde ich mir mal genauer angucken müssen. Ach, schau mal einer an. Hier versteckst du dich also, wenn du nicht im Tor stehst. Nein, natürlich nicht. Hier lerne ich alles rund ums Büromanagement. Aha, so ist das also. Na dann, fang mal. Na, dann hast du ja auch hier alles im Griff. Ja, klar, was denkst du denn? Hey, super. Na dann, tschüss Kevin. Ich schaue jetzt mal an Benjamin Franklin vorbei. Da wird auch ausgebildet. Moin. Hallo Patrick. Hi. Was gibt es denn heute Schönes? Mega leckere Tomatensuppe. Mm. Hier wird jeden Tag für fast 5000 Mitarbeiter und Patienten gekocht. Oh, das ist ja der helle Wahnsinn. Mhm, korrekt. So, und jetzt ein schönes leckeres Tomatensüppchen mit allem drum und dran. So habe ich mir ein Date aber nicht vorgestellt. Schade. Hi. Guten Appetit. Dankeschön. Hab ich mir doch gedacht. Die Mädchen stehen eben auf Jungs, die kochen können. So, so, Steffen. Du lässt dich also zum Gebäudereiniger ausbilden. Aber klar, und das ist mehr als nur Staubsaugen. Ey, guck dir mal die beiden da an. Super, oder? Das sind meine Kollegen. Die sind absolut schwindelfrei und sorgen für den richtigen Durchblick. Ho, großartig. Na los, komm. Boah. Das sind ja riesige Regale. Was so alles in einem Krankenhaus gebraucht wird. Hey, Mario? Was war denn das? Mario? Hi, Santiago. Normalerweise fahren wir hier nicht mit dem Roller, sondern mit einer Elektroameise. Ach, so ist das also. Ja, wir transportieren hier übrigens über 250.000 Pakete im Jahr. Boah, das ist ja echt beeindruckend. Das finde ich auch. Los, Santiago. Dein LKW wartet draußen. Oh. Mann, das ist ja eine super Truppe. Leidenschaft für Technik? Spaß an der Arbeit im Team? Freude über ein gutes Ergebnis? Dann bewirb dich bei uns. Informiere dich auf unserer Homepage www.cfm-charité ohne Akzent.de. Ja, das war's wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!